Also erstmal einen schönen ersten Advent an euch allen. Wünsche euch meine Katze auch. Ja, sie liegt gerade im Karton. Die hat so einen süßen Schal und da steht Merry Christmas drauf. Den habe ich hier gekauft. Schatzi, da. Oh, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich weiß es gerade nicht. Ja, aber er ist süß. So, ja, muss ich jetzt mal Kamera wieder hinstellen. So. Ja. Also, wie schon gesagt, ich schwimme erstmal Sven. Ja. Also, was ich jetzt vorhabe, ist, was Coco schon mal gemacht hat. Coco von Cosmo. Und die hat das, glaube ich, 7 Farben oder so genannt. Ich glaube, ja. Ich nenne es jetzt auf jeden Fall jeden Tag einen anderen tragen. Ich werde das jetzt vom 1. Advent bis zum 2. Advent machen. Das werde ich, also muss ich jetzt 8-mal umlackieren. Wäre vielleicht ein bisschen stressig und ich will hoffen, dass ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, jeden Tag einen anderen zu tragen, aber ich probiere es. Das heißt, dass ich jetzt von heute an und der letzte Tag am 2. Advent jeden Tag ein Video hochladen werde, wo ich euch zeige, dass ich wirklich jeden Tag einen anderen Nagellack auftrage. Das werde ich machen. Ja. Wie schon gesagt, ich hoffe, dass ich das schaffe. Wirklich. So, da ich will hoffen, dass ihr mir das jetzt glaubt, was ich zeige, weil anders kann ich es irgendwie nicht machen. Ich habe jetzt sowas gemacht. Da steht 1. Advent, der ist heute. Heute ist der 2.12. Und dann der erste Tag. Ich hoffe, dass ihr mir das so glaubt, wenn ich das auf so einen Zettel geschrieben habe und dass ich wirklich jeden Tag mir die Nägel anders lackiere. Ich hoffe es. Und ich werde euch jetzt jeden Tag eben halt dann so einen Zettel zeigen. Ja. Wenn ihr die Geräusche hört, ist gerade meine Katze. Ich sehe gerade aufgestanden vom Karton. Ja. Heute habe ich ein sehr, 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 sehr dunkles Braun drauf. Ja. Aber es kommt in der Kamera sehr schwarz rüber. Es ist aber das dunkle Braun vom alten Sortiment von Essence. Das ist die Nummer 99. You wanna say hello. Kamera fokussiert mal wieder nicht. Ich könnte wieder durchdrehen. Ja. Die habe ich heute drauf. Ich bin gespannt, ob ich wirklich das schaffe. Ich wiederhole mich, aber ich bin wirklich gespannt. Ja, das war's dann jetzt auch erstmal mit dem Thema. Und dann, vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört, ich weiß es nicht. Aber es haben sich YouTuber zusammengeschlossen, um Geld zu sammeln für ein Projekt. Das nennt sich Beauty for Charity. Da haben sich ganz eben, wie gesagt, ganz viele YouTuber zusammengeschlossen. Beispiel darum Knuffi 2006, Keulchen, der Wohnprinz, Chrissy Cosmetics, Beauty Diamant und ja, so und noch viele mehr eben halt. Vielleicht kennt ihr die, ich weiß es nicht. Ich kenne davon jetzt ein paar. Mich würde es freuen, wenn ihr dabei vorbeigucken würdet auf diesem Kanal Beauty for Charity und vielleicht ihn abonnieren würdet. Ja, also guckt mal vorbei. Also ich finde den Kanal ganz gut. Starten werden sie morgen mit Videos. Da wird was, wohin Beauty eben halt for Charity save the children, das Geld von was die gesammelt haben, die Beauty for Charity, wo Save the Children das hinspendet. Das wird dann auch kommen, wohin und ganz viele Videos werden auf diesem Kanal eben halt kommen. Ja. Das ist von Save the Children und ja. So, ihr könnt auch, ja, also sonst guckt mal vorbei, denn da findet ihr auch die ganzen Informationen und
Ich hoffe, euch hat das gefallen und dann sehen wir uns auch morgen wieder. Mit dem zweiten Talk. Ob ich das schaffe. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.